Hallo meine Freunde, das kürzlich ausgestrahlte Friends Reunion hat mich dazu bewogen, diese Serie für euch aufzunehmen. Friends ist so eine Serie, die man unbedingt gesehen haben muss, aber die man nur versteht und anerkennen kann, wenn man sie zum ersten Mal in seinen 20ern sieht. Denn es dreht sich um eine Zeit im Leben eines jenen Menschen, in dem Freunde die wahre Familie sind. Friends hat Pionierarbeit für alle nachfolgenden Sitcoms gemacht. Es gäbe kein How I Met Your Mother ohne Friends. Friends ist die Mutter aller Sitcoms, die sich um eine Gruppe von Freunden dreht. Obwohl die letzte Folge bereits 2004 lief, kommen immer wieder neue Hintergrundinformationen zu den Charakteren an die Luft. So zum Beispiel, dass das Set bereits direkt nach Beendigung der Serie abmontiert wurde, da am nächsten Tag im Studio eine neue Pilotfolge gedreht wurde. Oder dass Jennifer Aniston und Matthew Perry bereits anderen Serien zugesagt hatten und dort in Produktion waren. Aber eine Information wurde während der Reunion bekannt gegeben, die man vorher absolut nicht erahnen konnte, aber dennoch alles verändert. In vielen langlebigen Serien ist es so, dass sich Darsteller hin und wieder ineinander verlieben und daraufhin zusammenkommen. So wie die mittlerweile miteinander verheirateten Darsteller Jared und Genevieve Padalecki aus der Serie Supernatural oder Nina Dobrev und Ian Somerhalder aus Vampire Diaries. Bei letzteren ging es schief und Nina sah sich gezwungen, aus der Serie auszusteigen. Es ist also nichts Unübliches, wenn sich Darsteller am Set verlieben. Aber warum ist das denn nicht bei Friends passiert? Oder etwa doch? Jennifer Aniston und David Schwimmer haben sich auf den ersten Blick verliebt. Dies gaben sie bei der Reunion bekannt, aber sie kamen nicht zusammen, weil einer von beiden immer in einer Partnerschaft war. Jennifer sagte, bei der Reunion irgendwann war es so, dass sie all diese Gefühle in ihre Figuren steckten, Ross und Rachel. Also meine Freunde, die Romanze, die Streitereien und Neckereien sind alle echt gewesen. Sie nahmen die Liebe füreinander und lebten diese durch die Figuren im Fernsehen aus. Dies ändert einfach alles. David Schwimmer nachträglich, dass die Anspannung bis zum ersten Kuss unerträglich war. Wir sahen also den ersten echten Kuss zweier sich liebenden Menschen, die nicht zusammen sein durften. Mit diesem Wissen blickt man doch ganz anders auf die Momente dieser beiden Schauspieler zurück, oder? Aber nun zum Inhalt der Serie für alle, die bisher noch keinen Kontakt mit dieser Serie hatten. Ja, solche Leute soll es auch noch geben. Friends ist eine Serie zum Wohlfühlen. Eine Traumwelt, in der die größten Probleme Beziehungslappalien sind, die irgendwie immer wieder im Guten enden. Ach ja, und Freundschaft. Klar, der Name verrät es ja schon. In Friends geht's natürlich um Freundschaft. Egal was passiert, I'll be there for you. Für alle, die es nicht verchecken, das ist der Intro-Song. Es gibt doch nichts Schöneres in der Welt als gute Freunde. Und das genau zeigt Friends uns. Ross, der langweilige, liebenswerte Paläontologe. Monica, die Köchin mit Ordnungs- und Putzfimmel. Rachel, das Püppchen, das Vaters Kreditkarte zerschneidet, um sich in New York endlich zu emanzipieren. Joey, der Frauenschwarm und möchte gern Schauspieler, dessen Intellekt von seinem guten Aussehen verdrängt wurde. Phoebe, die Masseuse und Lebenskünstlerin, die esoterisch angehauchte, etwas andersartige, die trotz einer harten Vergangenheit die Lebensfreude in Person ist. Und Chandler, der Lustige, der sich immer hinter seinem Humor und sarkastischen Sprüchen versteckt. Schlagfertigkeit und Sarkasmus in Perfektion. Eine der lustigsten Figuren, die ich jemals im TV gesehen habe, weil die nicht viel Trara macht. Und dann gibt es natürlich noch die zahlreichen hier und da auftauchenden Nebenrollen, die immer für den ein oder anderen Running Gag gut sind. Ich sage nur, oh mein Gott. Ach ja, und Gustas. Fast vergessen. Fast jeder war in seinen jungen Jahren mal bei Friends. Brad Pitt, Bruce Willis, George Clooney, Jerry Altman, Sean Penn, Julia Roberts, Alec Baldwin, Robin Williams, Danny DeVito, Hugh Laurie. Ich könnte ewig so weitermachen, aber mir gehen so langsam die Finger aus. Also lass ich. Die sechs Freunde haben alle einen Job, der sich im Laufe der Zeit auch mal entwickelt oder verändert. Und doch hängen sie irgendwie die ganze Zeit im Apartment oder im Café rum. Es geht halt um Freundschaft. Alles andere ist irrelevant. Jobprobleme gibt es nicht. Und wenn, ja, dann sind diese nicht so wichtig wie die alles entscheidende Frage, wer mit wem. Nie war diese Frage so lächerlich fesselnd wie bei Friends. Wenn man Friends guckt, dann schaltet man ab. Man entfällt
flieht in eine Traumwelt, in der die eigenen Probleme schnell unwichtig werden. Das ist erstaunlich entspannend. Ob zwischendurch, wenn man gerade schlecht drauf ist, schon nach dem Intro geht es einem besser. Oder abends, um dann 7 Folgen am Stück zu sehen. Beim French-Schauen fühlt man sich eigentlich wohl immer. Nach etlichen Folgen schließt man diese sympathischen Figuren ins Herz, als wären sie real. Umso schwerer ist der Abschied, wenn alles vorbei ist. Bei keiner anderen Serie war ich so traurig, so leer, als alles vorbei war. 10 Jahre, 10 Staffeln, das ist eine gewaltige Zeit und das merkt man. Und auch bei der Reunion hatte ich sofort Gänsehaut, wie die Schauspieler wieder ans Set kamen, das extra dafür wieder aufgebaut wurde. Ich hatte, ganz ehrlich, irgendjemand musste Zwiebeln geschnitten haben. Ich hatte Tränen in den Augen, als ich gesehen habe, wie die Freunde sich alle wieder am Set versammelt haben. Das war einfach wow. Wow, einfach nur wow. Friends hat die Fernsehkultur geprägt, keinen Zweifel. Aber noch mehr prägt Friends einen selbst. Das klingt jetzt vielleicht enorm kitschig, aber das Gefühl, dass alles gut ist oder wir, transferiert sich in gewisser Weise in die Realität. Man nimmt Dinge leichter wahr, pflegt Freundschaften und andere zwischenmenschliche Beziehungen intensiver und lässt sich nicht mehr so stark vom Stress und Karriere erdrücken. Und das ist in der heutigen Leistungsgesellschaft doch schon mal ein enormer Gewinn. Friends ist lustig und sympathisch. Friends tut einfach gut. So, meine Freunde, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr werdet dieser Serie eine faire Chance geben. Falls ihr wie ich seid und die Serie schon x-mal gesehen habt, dann schreibt mir doch eure Meinung dazu in die Kommentare. Was sind eure liebsten Momente? Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr diese Folge gesehen habt. Ich bin der dicke Nerd aus der Nachbarschaft und wünsche euch bis bald.